Mit den Zeichnungen korrigiere ich viel. Da kann man mit der Zeichnung überprüfe ich dann, ob das funktioniert oder jenes funktioniert. Dann lasse ich Renderings auch davon machen. Würde ich das dann noch einmal etwas dazu addiert, weil sozusagen die Realität mehr anklopft und auch mit dabei ist. Also, und da gibt es schöne Möglichkeiten dann auch zu testen, wie ist das Verhältnis des Trucks zur Höhe des Hauses. Muss der Truck höher sein oder kleiner sein oder wie? Und das wird halt dann sehr sorgfältig und genau ausgearbeitet. Wie ich also den Wohnwagen genommen habe, habe ich relativ schnell festgestellt, der ist irrsinnig schäbig gebaut und hält eigentlich fast nichts mehr aus. Wenn bei der Biennale viele Leute kommen und die da reingehen und da ja damit hantieren und den Anweisungen folgen und da Skulpturen realisieren wollen, das Zeug ist irrsinnig schnell hin. Das heißt, der Ausgangspunkt war am Anfang, das so zu bauen, dass es was aushält. Das heißt, wir haben den Boden vollkommen abgenommen und unten mit einer Eisenplatte verstärkt. Jetzt können richtig schwere Leute draufgehen. Und dann innen werden diese, innen möchte ich also Konstruktionen bauen, damit die mit Leitern hinauf zum Beispiel gehen können und sich hinlegen und dann die Haxen rausstrecken. Die Grundfragen waren ja, kamen so Begriffe wie Lächerlichkeit oder Peinlichkeit in die Skulptur einfließen lassen? Können die skulpturalen Charakter bekommen oder skulpturale Qualität bekommen? Also mit Dingen, die wir normalerweise ausschalten aus unserer Existenz. Wir alle sind lächerlich und peinlich, aber das will man nicht wahrhaben. Darüber wird auch oft nicht gearbeitet. Und gerade dieser Aspekt hat mich dann sehr zu begehren begonnen. Dieses marginale, kleine, gemeine, fiese, vielleicht weil ich Wiener bin oder Österreicher bin.